Feel-Good-Kino meets Integrationskomödie. Trifft es als Überschrift für den Französischen die Kunst der Nächstenliebe wohl am ehesten. Isabelle gibt Sprachkurse für Immigrantinnen und hat einen handfesten Helferkomplex, über den sie ihre Familie ziemlich vernachlässigen kann. Meine Schüler setzen ihre Zukunft aufs Spiel. Ich sag ihnen immer, dass sie kämpfen sollen. Es ist nur so, dass du dich mehr um die sorgst als um uns. Natürlich mache ich mir um euch keine Sorgen. Euch fehlt nichts. Uns fehlt nur ein bisschen eine Mutter. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade dabei, das Wichtigste zu verlieren. Und was ist das Wichtigste für dich? Am Anfang warst du sehr froh, wenn wir am anderen Ende der Welt Lebensmittel verteilt haben. Und Ihnen, Isabelle, was ist Ihnen lieber? Dankbarkeit oder Liebe? Be happy for me. In zum Teil haarsträubenden Szenen, die sich aus Isabelles übermäßiger Hilfsbereitschaft ergeben, rollt der Film aber gekonnt das Genre der französischen Komödie komplett aus und unterhält auf gutem, aber innerlich nicht zu hohem Niveau. Echtes Feelgood-Kino eben. Er ist ein Symbol des Erfolgs für all diese Frauen und Männer, die zu uns kommen, in dem Wissen, sie kriegen nichts vom Kuchen ab.